Genau. Da haben wir auch, wir haben alle überall dunkel. Ja, Browser, PC, Fernseher, Xbox, Handy, überall. Ja. Alles, ja. Ja, ist immer dunkel. Nee, ist auch angenehmer, definitiv. Oma, hat es dir gefallen? Du sitzt jetzt so abseits. Ja. Ich gucke du durch die Runde, hier ist nicht mehr zu sehen. Ich muss die Leute beobachten. Ja. Eine Sekunde. Da sehe ich ja nicht. Eine Sekunde? Ich sitze rum. Okay. Ja, ihr könnt doch machen. Ich kriege mein Getränk noch, mein Mixgetränk. Ja, Oma wartet. Oma auf jeden Fall. In Notfall mache ich alleine. Oma wartet auf ihr Mixgetränk. Ich habe ja Zeit, bis um 22:30. Alles gut. Ist heute Fußball? Nee, aber ich muss morgen wieder aufstehen. Ja, aber ich würde nur wissen, ob Fußball ist. Nein. Heute ist Karfreitag. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, wo WhatsApp in Dark Mode rauskam. Ja, oh ja, das ist auch was Tolles, ja. Ja. Können wir, ich würde mal Marc fragen, ob er mal eine Umfrage macht. Irgendwann musst du Marc dafür bezahlen, so viel wie du von ihm willst. Ich würde ihn ja nur fragen, mit den ganzen deutschen Sätzen. Ich würde ja nur fragen, ob er es machen würde. Marc, nein, kein Kummer. Bitte. Nein, ob ich würde ja nur fragen, ob Marc eine Umfrage machen würde, Dark Mode oder White Mode. Mehr nicht, wenn er sagt, nee, ist gerade schlecht, dann verstehe ich das auch. Ja? Dann würde ich das sogar verstehen. Ist ja nur eine Frage. Wir kommen sicher nach Hause. Ja, ja. Dieses Auto, was ich trinke da gar kein Bier. Was habt ihr? Das Auto, was er dort einfährt. Ja, den T5. T5. Hm? T5. Was ist das? Das ist das Auto. Mit den Lichtern. Ja. Ist das weiß dann? Ja, das ist ein T5. Ja, das haben wir. Ja, weiß ich. Woher? Wer das schon mal gesagt hat. Mhm. Mhm. 1 Euro für jedes Mark könntest du mal. Gefühlt ja. Gott, da ist ja noch mehr Minusgeschäft. Dann wäre es definitiv ganz viel Minusgeschäft. Dann wäre es ganz großes Minusgeschäft. Aber es ist eine Umfrage drin. Chat. Eine Umfrage. Dark Mode oder White Mode? Abstimmen. Ha, ich war schneller. Oh. Ich habe für Dark Mode abgestimmt. Ja, super hätte ich auch gemacht. Gut, das sind wir uns ja mal einig. Sind wir uns ja ausnahmsweise mal einig, wollte ich gerade sagen. Ja. So, Umfrage läuft. Chat. Abstimmen. Dankeschön, lieber Marc. Dankeschön, lieber Marc. Danke sagen, vergisst Benni auch. Dankeschön. Oberhalb vom Chat, ich zeig's euch mal, damit ihr wisst, wo. Hier könnt ihr aufklappen, zack, da oben ist eine Umfrage. Da draufklicken und dann seht ihr quasi die Abstimmung. Dankeschön, lieber Marc. Sie da hinten im Dendel hat auch schon ein bisschen einen im T-Chat. Da geht es auf den Stöckelschuhen nicht mehr ganz so einfach auf den Kies. Eine Frage, wo aber kein beides ist. Ne, beides gibt's nicht, du musst dich entscheiden. Ist das auch ein Mikro? Ja, das aber nicht an. Das ist auch ein Dirndl, Der geht, der ist der Dirndl. Ach Mensch. Hat man's gesehen? Ja, man sieht's sogar. Ja, beides ist ja schwierig. Beides ist schwierig. Entweder Dark oder White Mode. Aber du hast ja aktuell noch White Mode. Sie hat sich frisch verliebt, da geht heute noch was. Uff, Marc. Bei dem Wetter im Dirndl? Ja, das geht schon. Ist ja schon fast warm. Da kannst du ja hier so eine, wie nennt man die Strumpfhosen, die man da anzieht? Eine Feinstrumpfhose. Ja, so, dass das nicht so kalt ist, meine ich. Das ist ein bisschen eine dickere Hose. Bei dem Wetter im Dirndl. Ja, geht schon. Du, wir haben Ende April ist Frühlingsfest. Geh mal raus, gell? Okay. Gell? Gell, wenn es Internet gibt. Gell? Das ist ja quasi, das wollte ich ja ausprobieren, der Testlauf zur Wiesn dann. Wir wollten ja, wenn die Wiesn ist, ja mal an einem Vormittag, Mittag unter der Woche rausgehen. Ich komme dann in Oktober, oder? Das sind aber Wiesn schon vorbei. Ist die Wiesn schon vorbei. Die ist Ende September, Anfang Oktober. Ja, wie deine Pferde liegen, kann ich nun auch nicht beeinflussen. Also das tut mir jetzt auch wieder leid. Bitte, also da kann ich jetzt nichts dafür. Bitte beim Kulturministerium. Ja, aber da warst du, wenn du dich daran erinnerst, noch nicht in der Schule tatsächlich. Mhm. Da war das wurscht. Oh, ne? Dann darfst du einen Brief schreiben ans Sachs-Anhaltiner Kulturministerium. Nee, wir waren schon mal mit ihr auf der Wiesn, aber da hatte sie keine Schulpferdin quasi. Da Schulministerium musst du schreiben. Wenn in Sachsen-Anhalt. Thermostrumpfhose. Siehst du? Thermostrumpfhose. Oktoberfest. Nee, Oktoberfest ist dann, wenn hier in. Nee, ist auch kein, sind auch keine. Doch, sind noch Pferde. Gibt es Helm, weil ich Helm habe? Nein, nee. Bei ihr nicht. Aber hier. Ich weiß nicht, wann deine Sie Fans hat den richtigen Osterhasen zu Hause heute Nacht. Wer? Na, ich nicht. Du brauchst gar nicht so. Ich wollte nur gucken. Wer? So, ne? Die. Ach so. Meine Güte.
Thermostrumpf, ja, Thermostrumpfhose. Genau, Töchterchen zu Besuch. Und, hallo. Und Oma zu Besuch. Genau, Hexe. Wink mal, Oma, bitte. Hallo. Genau, das ist meine Oma. Ja, schön. Und meine Uroma. Und Emmys Uroma. Und ich sag einfach auch Oma. Maike, grüß dich, ein wunderschön. Hallöchen. Ist deine Oma, ne, Christina? Nee. Noch nie gehabt quasi. Ist ja jetzt, kennst du nicht. Doch, ja, hast du schon. Nee, die waren alle tot. Ja, du kennst sie auch. Na logisch. Ja, hatten aber, die waren alle schon da tatsächlich tot, als ich Heinz geboren Erhard. Bin. Also. Ein gutes bayerisches Mädel, das kann auch ganz schön was wegschlucken. So sieht's aus. Die wächst ja mit anstatt Muttermilch mit Bier auf. Ist ja Grundnahrung. Wie nennt man das Grundnahrungsmittel hier? Ja, Grundnahrungsmittel. Ja, bei uns gibt es einen Liter und das ist Standard. Ja. Ne? Also andere machen ja schon bei zweimal oder dreimal 0, was ist ein Kölsch? 0,3? 0,2. 0,2 schlapp. Ja. Ne? Die Frau mal wegbringen. Okay. Nee, wir machen ja auch nicht so lange. Ich trinke jetzt noch aus und dann fahren wir tatsächlich auch nach Hause. Richtig. Weil, wie gesagt, heim. Sieht man, wie oft das geteilt worden ist. Weil, wie gesagt, heute ist der letzte Abend mit Oma und Emmy. Können aber leider auch nicht heute so lange machen, weil ich morgen wieder aufstehen muss. Ne? Deswegen, wenn